großer Andrang an den Kinokassen des Eichacher Cineplex. Rund 350 Knacksianer haben sich mit und ohne Eltern versammelt, um das Knacks-Osterkino der Stadtsparkasse Eichach miterleben zu dürfen. Sogar der Osterhase ist extra angereist, um die kleinen Gäste persönlich zu beschenken. Ich bin mit meinen Neffen und Nichten da und ich freue mich auf Hopp, weil den wollte ich so und so anschauen und das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Ja, ich freue mich auch aufs Kino und auf Popcorn und Nachos. Ich bin nicht im Kino, ich bringe nur meine vier Kinder für die Knacksjade von der Sparkasse ins Kino. Und die Kinder freuen sich auf einen schönen Kinonachmittag. Und die Mama auf den freien Nachmittag? Sie kann in Ruhe zu Hause arbeiten, ohne Stress, ja. Was schaut's an? Hopp, Osterhase oder Superstar? Hopp, der Osterhase. Hopp, den Osterhase oder Superstar? Warte, den... Hopp, Osterhase oder Superstar? Hopp, Osterhase oder Superstar? Der Hopp ist der volle Renner. Gerade auf Ostern eigentlich der Kultfilm schlechthin, wenn man so möchte. Und auch Rio hat eine sehr gute Resonanz jetzt gehabt. Die Kinder wollten unbedingt Hopp anschauen. Und Sparkasse hat es ja so günstig angeboten, da haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Schauen Sie sich den Film auch mit an? Ja. Wir müssen doch miteinander drüber reden. Da schmeckt das Popcorn besonders gut. Für die Kinder ist heute einiges geboten. Was wir immer als Besonderheit für die Kinder dabei haben, ist, dass uns der Osterhase eben besucht. Der ist gleich zu Anfang mit dabei. Da verteilt dann die Kinder einfach Süßigkeiten, ein bisschen Traubenzucker und Gummibärchen. Und wer möchte, kann ihn einfach anfassen oder sich einmal mit dem Osterhasen fotografieren lassen, als Erinnerung dann halt einfach auch. Ja, und wie gesagt, im Nachhinein, also nach den Filmen, erwartet die Kinder dann auch eine kleine Überraschung. Ich denke, man kann es auch verraten, also die Kinder bekommen dann im Anschluss noch Ferrero Überraschungseier vom Osterhasen und von unserem Team überreicht und da ist die Freude einmal riesengroß bei den Kindern. Viele schnuppern hier das erste Mal einfach mal Kinoluft, wo man einfach sagt, Mensch, das probiere ich jetzt einfach mit den Kleinsten einmal aus, halten sie es aus oder nicht. Also wo dann auch für die Eltern das oft einfach auch so ein Versuch ist. Oder viele Eltern nutzen es einfach auch, damit sie oft an so einem Tag noch mehr Erledigungen machen können und die Kinder einfach gut versorgt wissen und einfach die Kinder einen schönen Nachmittag bei uns verbringen können. Ich freue mich auf den Film. Auf den Osterhasen und dass wir viel Spaß haben. Und aufs Popcorn. Bei uns ist jeder willkommen. Es ist halt so, dass die Knacksianer das zu vergünstigten Preisen bekommen. Aber es darf auch jeder, der da Lust und Laune hat, den das Rahmenprogramm interessiert oder die Fahrt interessiert, ist bei uns jederzeit willkommen. Das ist gut so. Und wie war der Film? Es war wirklich lustig. Und einfach, ich schaue es ja jetzt zum zweiten Mal schon an. Also, aber ich fand es trotzdem lustig, das kann man immer wieder anschauen. Also, es hatte alles, was ein Film eigentlich haben soll, einen spannenden Teil und dass er witzig ist. Alles hat mir gefallen. Total toll und ja, jetzt war ich eigentlich noch nie hier bei Knacks, aber jetzt bin ich das erste Mal da und ich glaube, nächstes Mal gehe ich auch wieder hin.